So, ihr Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom YouTuber Skyblock-Projekt. Heute mal mit Skater. Hallo. Mit Max. Hallo, hallo. Und mit Safe_LOL. Hallo. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Viel Spaß mit der Folge. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Let's go. So, wir haben auf jeden Fall viel zu tun. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe heute auf jeden Fall geplant, das Haus zu bauen. Dafür haben wir ja letzte Folge auch schon hier Platz gemacht. Vielleicht brauche ich noch ein bisschen mehr Platz. Da muss ich auf jeden Fall nochmal Cobblestone farmen. Aber sonst würde ich jetzt sagen, ich muss erstmal wieder einen neuen Baum pflanzen. Ich brauche noch kurz Wolle. Nice. Können wir dann später vielleicht auch noch traden oder so. Vielleicht, wenn jemand ein Bett braucht für einen Respawn-Point oder so. Wer weiß. Dann nehme ich mal hier die Melonen mit. Oh mein Gott, nein. Kurz wieder neu pflanzen. Jetzt muss die ernsthaft wieder von ganz von vorne wachsen, ne? Die Pflanze. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt mal erstmal was zu essen. Ich würde sagen, ich mache mir erstmal noch ein paar Slabs. Und dann erweitere ich kurz die Fläche ein bisschen. Hier für das Haus. Ich würde fast sagen, ich mache sogar hier ein bisschen weiter. Vielleicht kriegen wir das auch diese Folge hin, dass ich mir die Farm irgendwo extra hinbaue. Das wäre auf jeden Fall auch wichtig. So, dann baue ich erstmal aber hier weiter. Boah, schon wieder fast. Ich habe so Angst, dass ich hier die ganze Zeit runterfall. Und irgendwann können wir dann auch, weiß ich nicht, ob es dann irgendwann irgendwie Krieg gibt. Ich habe ja schon gesagt, mit Skaterman werde ich auf jeden Fall erstmal keinen Krieg haben wollen. Also werde ich ihn auf jeden Fall erstmal nicht angreifen. Der ist hier direkt da hinten. Ich will auf jeden Fall ein schön großes Haus bauen. Ich würde sagen, ich fange direkt mal an. Ich habe drüben auf jeden Fall noch hier Holz. Wie nennt man das? Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine hier. Oak Planks, keine Ahnung. So. 1, 2, 3 hoch. Ich muss auch. Ich könnte mir vorstellen, dass das dauert, bis halt hier mal der Baum nachwächst. Muss ich dann halt irgendwie immer so weitermachen, wenn ich genug Holz habe. Ist irgendwie ein Creeper explodiert oder so? Kann das sein? Na, nein. Wichtig, dass er runterfällt. Weg mit dir. Und ich glaube tatsächlich, hier unten geht ja immer noch das Wasser runter, dass man da auch zubauen kann. Oh mein Gott, da hinten. Bruder, Skaterman, was macht der da? Wie, der kommt jetzt hier rüber. Skaterman? Ja. Ich habe gesagt, ich will mit dir keinen Krieg anfangen. Was machst du hier? Ich weiß nicht. Ich würde eher dir empfehlen, nicht hier zu bleiben. Ich bin sogar lieb, ich gebe dir einen Tipp. Du musst über die Lava einfach einen Block machen. Verstehst du? Dann fällst du nicht rein und dann kommst du und geht auch nicht rein. Okay, danke. Mhm. Okay, gerne. Ich würde nämlich sagen, ciao. Ja. Ich halte dich im Auge, ne? Ja, ja, ja. So, ich würde sagen, ich mache mir erstmal wieder eine neue Pickaxe. Keine PGX. Ah, ne. So, jetzt. Und zwar gibt es jetzt erstmal wieder einen Timelapse, wie ich ein bisschen Stein farme. So, ich habe jetzt erstmal einen Stack gefarmt. Ich denke, das reicht erstmal. Eigentlich wollte ich da unten auch nochmal zubauen. Vielleicht kriege ich das von hier oben irgendwie hin. Muss hier oben an den Block abbauen. Bitte, bitte fliege ich nicht runter. So. Okay. Ich würde sagen, ich nehme hier das Dirt erstmal mit. Noch. Oh. Oh. Und dann würde ich eigentlich auch gerne hier meine Farm, also die Cobblestone Farm, woanders hin machen. Aber zuerst kommt das Bett erstmal rüber. So, ich nehme die Werkbank erstmal noch mit rüber. Und den Ofen auch. So, dann habe ich nämlich da erstmal Platz. Und dann mache ich da jetzt nämlich die Farm erstmal hin. So, zack, zack. Und die Chest noch. Ich muss hier erstmal bauen. Nicht, dass hier jetzt gleich irgendwas runterfliegt und sind alle meine Items weg. Habe ich alles? Mein Inventar ist voll. So. Komm mal alles wieder rüber. Jetzt gucken, dass sie mich hier nicht runterschubsen. Das Schwein, da weiß ich noch nicht, was wir damit machen. Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ah, oh mein Gott, ich dachte gerade wirklich, ich fliege runter. Ich könnte noch eine Zuckerrohrfarm machen. Und zwar hier. Beziehungsweise einfach mal Zuckerrohr platzieren. So, das hier muss ja direkt neben dem Wasser sein. Vielleicht auch noch hier. Heißt, der Block kommt weg und wird durch Erde ersetzt. Und das kommt auch noch. Perfekt. Dann kann das erstmal wachsen. Und das safe, lol. Hallo? Hallo, Flofly. Hallo? Ey, ich habe Angst vor euch. Warum geht ihr zu zweit? Habt ihr euch irgendwie abgesprochen? Nee, weg von meiner Insel. Nee, warte mal, bitte. Hör mir mal zu. Nimm deine Axt bitte aus der Hand. Nimm deine Axt aus der Hand. Genau, nimm deine Axt aus der Hand. Nee, nimm dein Schwert aus der Hand, Skater. Okay. Bruder. Ey! Was wollt ihr hier? Keine Ahnung. Wollt ihr irgendwas tauschen? Wollte ich mal besuchen. Ja, ja, ich will deine ganzen Base. Nee. Nein, ich will nichts mit dir. Ich will keine ganze Base.
Werd nicht gehauen. Okay. Oder safe, Leute. Geh erstmal wieder weg. Ich schwör, das ist der Skater. Guck, siehst du's? Ja, deshalb bin ich Skater, aber geh weg. Ich hab Angst, dass ich dich schlage. Bruder, Skaterman, wenn du mich nochmal schlägst, dann muss ich den Krieg eröffnen. Okay, ich fahre erstmal wieder in den Baum. Holz brauche ich auf jeden Fall sehr viel für das Haus. Ich brauche erstmal noch ein paar... Wie nennt man jetzt eigentlich das, wo man Holz... weiter, wenn man Holz weiterverarbeitet, wie nennt man das? Craften. Nein, nicht Crafting Table. Holzplanks einfach, oder wie? Ja, auch Planks. Wenn okay. Das mit aufklopft. Ja. Okay. Mal ein paar Packen machen, dass wir dann wirklich auch ausleuchten, weil sonst kommen wir jetzt uns mal am zweiten Maps, ne? Ich muss auch alles ausleuchten. Ja, sehen hier. Ich muss auch nochmal packen. Kann ich einen Setzling haben? Ja. Okay. Nein, ich bin da gefallen. Gib Inventory jetzt noch an, oder? Ja. Nö. Besser ist es. Es brennt! Achso, ich hab schon Fackeln, okay. Hier ist ein Skelett, bitte! Guck! Ich hab Pfeile! Oh mein Gott, ich hab 2 Pfeile! Creeper, juck mich nicht! Enderman! Enderman! Oha! Digga, nicht der Creeper! Oh nein! Ja. War's nicht! Oha. Ja, der stirbt wegen dem Regen. Ja, er ist gestorben. Aber ich habe nichts von ihm bekommen. Nein. So, ich bin jetzt mal aus dem Sprachchat rausgegangen. Weil ich sneak mich mal kurz hier rüber zu Skaterman. Ganz vorsichtig. Ich will nur mal kurz gucken, was er so macht. Aber da ist der Creeper am Weg, ne? Das hier ist nämlich der einzige Weg, der mich mit den anderen YouTubern verbindet. Oh, da hinten ist er. Okay, da hinten ist ein Zombie. Ich glaube, er ist jetzt mit ihm beschäftigt. Nein, ich glaube, er hat mich gehört. Ich gehe schnell wieder weg. Ey, was wollt ihr gerade mit meinem Intel machen? Nee, ich wollte nur kurz vorbeischauen. Aber dann war er halt ein Creeper. Warum muss er nicht kommen? Danke. Warum muss er nicht kommen? Was? Nee, ich wollte kurz vorbeischauen. Ah. Digga, die Lockdown. Es brennt schon wieder. Hä, wieso brennt es bei mir? Wegen Lava. Ich komm mal. Hä, aber wieso? Digga, wieso geht das da durch? Ich verstehe das nicht. Ah, ich muss vielleicht das Holz wegmachen, oder? Okay, aber jetzt ich würde vorschlagen, ich muss kurz hier den Dingenspot ein bisschen umdingsen, weil hier fängt es die ganze Zeit an zu brennen, wegen der Lava. Jetzt die Frage, wohin? Vielleicht kann ich ja hier ein bisschen was, noch eine kleine Fläche bauen. Und dann kommt das hier schön hin. Und dann kann ich nämlich auch viel entspannter farmen, weil das ist ja dann so ein bisschen erhöht, kann ich das ja bauen. Sagen wir jetzt mal so hier, zack, zack, zack. Dann hier 2 Blöcke. Ah ne, ich muss noch eins weiter gehen. Zum Glück ist Keep Inventory an. Das wird gleich auf jeden Fall ausgemacht. Aber ich muss aufpassen, dann dass ich nicht zu viel dabei habe, sage ich mal. Wenn ich jetzt halt sterbe, dass ich dann nicht plötzlich alles weg ist von mir so. Jetzt zum Beispiel der Lava Bucket ist ja super wichtig. Den brauche ich ja. Also ich kann halt keine Cobblestone mehr farmen. Aber solange es jetzt erstmal noch an ist, ist auf jeden Fall gut. 1, 2, dann hier noch hin. Heißt, ich mache mir noch mal kurz hier Slabs. 6 Stück sollten erstmal reichen. Kann ich hier weiter bauen. Hier vielleicht noch weiter. 1, 2. Hier kommt Lava. Okay, passt. Zuerst muss ich Wasser machen, glaube ich. Bruder, Skater. Der hat mich gerade nicht, aber... Jungs, was macht ihr hier? Ich wollte mal Hallo sagen. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Nee, ich würde euch jetzt wieder raten, wieder abzuhauen. Hallo, warum vertraust du mir immer nicht? Ich vertraue euch einfach nicht. Und plötzlich, weißt du, du stehst einfach plötzlich da. Ja, er lacht. Guck mal, allein deshalb. Ja, ich bin alle hier, ja vielleicht. Mal. Bruder, geht weg. Bruder, wirklich, das ist meine Insel. Oh, guck mal, Skaterman. Bruder, ja, ich vertraue euch mehr, wenn ihr einfach weggeht. Wenn ihr da hinten steht und wir dann kommunizieren. Aber warum seid ihr hier auf meiner Insel? Bruder, wer hat mein Wasser geklaut? Skater? Nein. Doch, du hast mein Wasser geklaut. Hä, warum nicht? Aha. Skaterman? Besser ist es. Bruder, nein. No. Du gehst nicht dahin. Nein? Ich will zu der Tür töten, bitte. Tschüss. Ich hab Kuchen, Digga. Okay. Du willst Krieg? Okay. Nee. Ich will eigentlich nur mein Leben leben. Nein!
Mein Lava ist schon wieder weg. Das funktioniert nicht so, wie ich es gemacht habe. Hat also jemand von euch Lava? Ich habe hätte noch zwei Lava-Quellen. Ja. Also einen bei meinem Corbett-Gen und einer hat noch eine. Also wenn ich die andere kriege, dann kann ich dir vielleicht was dafür geben. Ich habe 12 Wolle, ich kann dir Gold kann ich dir geben. Eisen vielleicht. Weiß ich noch nicht, vielleicht Eisen? Ja, ich würde sagen, ich würde es gegen Wolle machen. Ja, warte, kannst du die Lava hierhin platzieren? Wie viel Wolle brauchst du? Nur 2. Ja, okay. Ja. Guck mal, ich gebe dir 3 als Freundschaftspreis. Na, danke schön. Okay. Ja, perfekt, danke. Ja, dann. Schön mit dir getradet zu haben. Ja, finde ich auch. Bruder, Skaterman, was ist los? Ich hab Kurven. Was? Nee, Bruder, der schießt Pfeil auf mich. Komm doch. Skater. Das gibt ey, nichts. Der hat mein Schaf kaputt gemacht. Ja, du hast mich gekillt, Digga, mehrmals. Nee, du hast den Krieg gestartet. Frage mich, auf welcher Seite ich kämpfen soll im auf Skyblock gar keiner. Der hat noch Pfeile. Ich hab einen halben Stack. Was? Woher hast du einen halben Stack Pfeile? Ich habe ganz nur Skelette gefarmt. Was denkst du, warum ich immer Skelette farme? Hä, wie trifft er mich? Der cheats. Ja, wahrscheinlich. Oder? Ich will Netzteil. Ich hab dir Schaf gewonnen. Ich bin wieder da. Bitte, bitte, tschüss. Ich geh doch wieder. Chill. Ja, dann geh wieder. Du musst die Welt irgendwo hast mir. So. Ich glaube, ich mach hier einfach Stein hin. Das löst das Problem. Sieht zwar nicht so schön aus, aber. Hör was? Ja, wenn es funktioniert, ist es okay. Hä? Nein. Was ist los? Dings ist ausgebüxt. Das Schwein. Nein, ich habe keine Karotten mehr. Karotten. Ich hab Karotten. Ja, nee, ich will die nicht von dir. Ja, nee. Er geht einfach. Ich vertraue ihm einfach nicht. Ich hasse ihn nicht, aber ich vertraue ihm nicht. Ja. Ich bau dich weg. Bruder, geh weg. Oh. Nee. Ich vertraue dir einfach nicht. Hast du ein Bett, Skater? Habt ihr alle ein Bett? Ja. Ich hab ein Bett. Ja, dann lass doch schlafen alle. Dann können wir die Nacht skippen. Und keine Monster. Das wird so richtig wie World War 3 in real life. Skater ist so mit Hack-Client, er ist so komplett OP dadurch, er ist so Russland, dann komm ich mit NATO, weil ich von jedem vertraut bin und dann ist Flowfly einfach, weil er allgemein gutes YouTuber und so einfach so Amerika, ich schwör. Okay, das warte, ich muss ja mal die Karotten was? Wieder zurückgeben. Hör auf mich zu ziehen. Okay. Kann ich das auch bekommen? Das ist keine geheim geöffnete Chest zu weil Skater, do you want to join NATO? Ich join der NATO. Jetzt kann Skater nicht mehr joinen, weil wir im Krieg sind. Okay, kann nicht joinen? Digga, ich hab gar nichts gemacht. Wir müssen das aber irgendwie umbenennen. Team Flow Safe. Wir müssen mal Regeln für unsere Flow Safe machen. Ja. Also wenn einer von uns angegriffen wird, dann muss der andere helfen, mithelfen zu verteidigen und das Gegnerland angreifen. Also dann ist man mit dem Gegnerland im Krieg. Ich würde sagen, wir verbinden unsere Inseln. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen Cabestan fahren. Ja, dieses Projekt ist so geil. Wir müssen es öfter spielen. Ja. Flow Safe Union. Flow Safe Union. Ja, eigentlich ist der Name viel zu lang. FS Union. Ja. Ah, ich sehe jetzt die Brücke. Okay, du kannst ja einfach da ranbauen. Jetzt müsstest du mich langsam sehen, Flow. Flow, wenn du Richtung meine Base guckst. Warte, ich gehe mal wieder auf die Brücke. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich bin so hinter dem Haus. Da baue ich mich jetzt lang. Was? Hinter dem Haus? Ach, da! Ja, ich dachte, du knüpfst jetzt an die andere Brücke an. Alles gut. Achso, nee, ich bin diesen Weg irgendwie besser. Ja, okay. Dann komme ich rüber. Nimm mir kurz den Creeper. Nee, der explodiert. Ich muss kurz Cobblestone holen und ein paar Steps machen. Und ja, die sind stark. Oh mein Gott, ich bin fast runtergefallen. Hallo, Flowfly. Guck mal hinter dich. Was? Ich raff deine Brücke nicht. Du kannst ja auch jetzt einfach links bauen. Achtung, vielleicht explodiert gleich ein Creeper. Nee, doch nicht. Safe, Leute, ich komm mal rüber. Kannst du gerne machen. Willkommen zu meiner Base. And this is Elon Musk. Alter, ja. Schön, dass du es hier. Mal, hä, wieso hast du so viel genau. Erde? Alter, sieht ehrlich geil aus. Vor allem, weil es so groß ist. Und woher? Also ich check immer noch nicht, woher du die ganze Erde hast.
Ja, von Islands und so, die halt niemand gehört haben. Ja. Also ich würde sagen, im Moment ist Safelore auf jeden Fall so das Stärkste. Von den Ressourcen auf jeden Fall. So, ich würde sagen, das war's dann jetzt aber auch schon wieder mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, ein Like da zu lassen und natürlich ein Abo. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.